Stefan Luic, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg und speziell zu deinem ersten Goal als Profi. Was bedeutet dir das erste Goal? Es bedeutet mir recht viel. Es ist mein erstes Profi-Goal und dann haben wir noch gewonnen dazu. Es freut mich mega. Man hat heute nicht nur resultattechnisch eine grosse Steigerung gesehen, sondern auch von der Leistung her. Was hat man konkret besser gemacht heute? Ich glaube, wir sind zusammen gegangen. Jeder hat für jeden gekämpft. Wir sind alle füreinander gegangen. Ja. In weniger als 72 Stunden sehen wir uns wieder in Chiasso und spielen dort. Schätzt du das als Spieler oder würdest du dir mehr Pausen wünschen? Nein, ich schätze das als Spieler, weil mir macht das Spielen Spass und dann haben wir weniger Trainings. Und ich hoffe, dass wir an dieser Leistung anknüpfen und auch dort einen Sieg einfahren. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Patrick Lehmann, ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Wie gut tut dir persönlich nicht nur das Resultat, sondern einfach auch der Match an sich? Ja, ich glaube eben, so wie der Match gelaufen ist, das macht mir heute vor allem macht mir eine riesen Freude. Weil wir sind eigentlich gut ins Spiel reingekommen, haben die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, dass wir voneinander fighten wollen, dass wir ein anderes Bild abgeben als gegen KC, das haben wir können zeigen. Wir haben dann aber gleich wieder einen Nackenschlag gehabt mit dem Sonntagsschuss und man hat aber dann nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man dass das für die Mannschaft jetzt wieder so ein Nackenschlag ist, dass nachher dann, dass man aus dem Dritt kommt, sondern wir sind dranbleiben. Wir haben für einen Tag gesehen, wir haben weitere Chancen erarbeitet und haben dann das Goal können machen durch einen Ivan, was mich auch sehr freut. Und nachher nochmal ein Pfostenschuss vor der Halbzeit. Also es war eine gute Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ist es immer einfach dranbleiben. Wie gesagt, es war eine Freude, wie die Mannschaft vor allem nach dem Rückstand reagiert hat. Das zeigt, dass der Zusammenhalt da ist. Was würdest du sagen, haben wir konkret besser gemacht, vor allem, dass man füreinander gegangen ist? Oder wie würdest du das beurteilen? Ja, einfach die Basic-Sachen, die eigentlich auch berechtigt immer wieder eingefordert werden. Das, was die Fans sehen wollen, das, was auch unsere Führung will sehen, ist völlig klar. Und ich selber natürlich auch. Ich will eine solidarische Mannschaft haben, die aggressiv auf dem Platz ist, wo jeder für den anderen da ist. Und das haben wir sicher am letzten Freitag haben wir das in keinster Weise gemacht. Und darum haben wir auch dementsprechend einen Kessel bekommen, auf Deutsch gesagt. Und jetzt haben wir die Reaktion gezeigt. Das ist ein erster Schritt, ist aber auch das, was wir erwarten mussten. Und jetzt wollen wir genau gleich so weitermachen. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, in 3 Tagen sind wir schon wieder im Tessin. Was ist bei so einem strengen Programm das Wichtigste? Ja, wichtig ist jetzt schon, dass die Regeneration gut ist, dass die Spieler genügend Schlaf haben. Das ist aber nicht so einfach nach einem Match, weil man aufgepeitscht ist, aber dass sie trotzdem versuchen, möglichst den Schlaf zu nehmen. Dennoch haben wir die Ernährung ist sehr wichtig, dass wir schauen, dass man nachher schon wieder die richtige Ernährung zu sich nimmt und dann pflegen lässt und dann einfach auch leichtes Training macht, dass wir eigentlich am Freitag wieder bereit sind. Danke vielmals.